Ist halt was, genau. Bin ja gleich fleißig, der steht genau. Das ist alles, was ich noch davon übrig habe. Einfach. Ich denke, so was geht hier eigentlich ab. Ich habe es jetzt das meiste in der Bohnen geraucht und auch ein bisschen in Joints. Das riecht super gut, aber es geht mir schon wieder aus. Das ist Wahnsinn. Das waren 3 Gramm einfach. Peter hat jetzt was abbekommen gestern. Es riecht auch ein bisschen wie dieses. Wie früher auf solche Süßigkeiten. Riechen eigentlich die Süßigkeiten ein bisschen wie Hasch. Das mache ich selten nur noch das, mehr habe ich gar nicht mehr übrig. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt dann noch mal was bestellen. Ich habe auch gutes Kraut, gutes Cannabis. Hasch vielleicht auch noch mal. Ich fühle mich auch besser, wenn ich das. Ja, ich brauche dann noch mehr, weil ich meine, das man irgendwie leisten muss, wenn man sich das gönnt. Das ist halt schon teuer in Wahrheit. Deswegen habe ich sonst immer auch nicht so. Ja, deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich nehme mal alles so, wie es kommt, weil ich sowieso so faul und fertig bin in Wahrheit. Naja. Also, es ist schon mindestens, ich glaube, es ist schon mindestens, also über die Hälfte schon weggeraucht. Frag mich auch so, ja. Ja. So wenig rauche ich eh nicht auf einmal. Jeden Fall riecht es ziemlich gut. Das kommt ja aus Marokko. Ich glaube, dass CBD auch ein bisschen drin ist. Da ist auch CBD ein bisschen drin. Aber nicht so arg viel.
Man merkt auf jeden Fall deutlich, dass das CBD auch Sinn macht.
Ja, mich gebeten, so zu chillen, einfach so. Mal den Kopf abzuschalten. Einfach nicht genug kann. Ja, ich spüre es jetzt schon wieder ein bisschen in den Hunger. Tatsächlich kommt es auch darauf an, wie man es raucht. Kommt es tatsächlich, wenn ich mit dem Joint rauche, dann tut es mir fast gar nichts. Und vor allem, wenn ich nicht so viel auf einmal rauche, das ist irgendwann ein großer Auslöser dafür, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich finde es witzig, wie ich auch so witzige Träume habe, zum Beispiel, dass Mr. Bean mich observiert, um herauszufinden, ob ich vielleicht eventuell doch der A bin. Und am Ende will er dann herausfinden, dass ich es nicht bin. Wieder herausfinden, dass ich den nicht bin. Wenn es auch so ist.